Mein Tipp ist Schuld von Ferdinand von Schirach. Schuld als das zweite Buch nach Verbrechen. Und das hat ganz verschiedene Gründe. Ferdinand von Schirach ist jemand, der auch journalistisch sehr interessant ist als Person. Er ist Anwalt, er vertritt vor allen Dingen Täter in Mordprozessen und er ist zugleich jemand, der eine ganz spezielle Vergangenheit hat. Er ist Enkel von Baldur von Schirach, verkörpert also praktisch dann auch ein Stück deutscher Vergangenheit. Und beides, sowohl jetzt seine Gegenwart als Anwalt, als auch seine Vergangenheit, prägen auch seine Werke, eben Schuld, eben Verbrechen und dann aber auch seinen Roman, der Fall Collini. Warum empfehle ich dieses Buch? Ich empfehle das Buch deswegen, weil es auf der einen Seite sehr, sehr sauber recherchiert ist und weil es in einer klaren Sprache sehr gut Zusammenhänge auf den Punkt bringt. Und das ist ja etwas, das wir Journalisten uns als Kernwissen unbedingt aneignen sollen. Und da können wir uns nur wirklich auch aus dem Bereich dann, aus dem Bereich des Juristen dann ein Vorbild nehmen. Das ist mit ein Grund, weshalb ich dieses Buch sehr interessant finde. Ich finde es aber auch deswegen interessant, weil es auf eine vermeintlich bekannte Geschichte neue Aspekte dann wirft und weil ein eigentlich uns allen vermeintlich klares Phänomen, ob es nun Schuld sei oder Verbrechen sei, nochmals von einer anderen Seite dann beleuchtet wird, sodass wir dann verunsichert werden. Und diese Verunsicherung, diese neue Denkweise anzustoßen, auch das ist etwas, was sich für mich im Journalismus sehr häufig widerspiegelt. Und das kann man eben auch an diesen eigentlich eher episodischen Büchern sehr gut nachvollziehen. Im Roman, wo er jetzt anders als hier, wo es im Grunde genommen überall um Non-Fiction geht, also alle Fälle sind zumindest mal so ähnlich passiert, er muss natürlich anonymisieren, er muss bestimmte Schutzvorkehrungen treffen, aber alle Fälle bei Schuld und Verbrechen sind so zumindest ähnlich passiert. So ist es bei dem Fall Collini etwas anders. Also da ist der Grad der Romanhaftigkeit natürlich dann gegeben, aber auch da steht im Mittelpunkt eine tatsächlich passierte Geschichte, die sehr viel damit zu tun hat, wie ich mit Vergangenheit umgehe und wie ich auch für Gerechtigkeit in der Gegenwart sorgen kann. Das dann auch als Geschichte erzählt, die dramaturgisch sehr gut aufgebaut ist und die mir immer wieder Überraschungen bietet. Und das ist dann schließlich noch das letzte Motiv, das ich jetzt hier herausstreichen möchte. Überraschungen bieten, zuverlässig überraschen. Auch das ist etwas, was wir im Journalismus ja immer anbieten sollten, um wirklich Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber auch um unser Publikum entsprechend ansprechen zu können. Das hat sehr viel mit Praxis zu tun, ist aber auch in der Theorie verankert. Ich möchte da einen Kollegen nennen, das ist Klaus Schönbach, der gegenwärtig an der Uni Wien arbeitet. Er hat eben dieses Phänomen der zuverlässigen Überraschung auch wissenschaftlich untersucht. Das heißt, das, was wir da so im Gespür haben, was Journalismus besonders wirkungsvoll macht, das ist auch etwas, was sich wissenschaftlich untermauern, unterfüttern lässt. Und damit sind wir bei dem Grundprinzip unserer Hochschule. Sehr viel Praxisorientierung, aber das Ganze dann alles auch theoriegeleitet.